So, weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel und das heißt Champions League und da ist der Gegner Red Bull Salzburg. Naja, mal gucken. Alles möglich in diesem Match. Warte mal, Kalajdzic möchte gerne noch ein Interview haben. So, gehen wir auf jeden Fall mal schnell noch in die Pressekonferenz, bevor es dann direkt reingeht ins Spiel. Ich danke fürs Kommen. Wir können dann jetzt mit den Fragen beginnen. So, natürlich. So, einmal Pressekonferenz abgearbeitet. Und jetzt geht's los ins endliche Theaterspiel. Los geht's. Ich brauche meine Mannschaft eigentlich kaum zu verändern, weil die Format funktioniert. Hat man gegen den VfB gesehen. So, auf geht's. Spieltag Nummer 1 in der Vorrunde. Die erste Chance, dieses Jahr in der UEFA Champions League zu glänzen. Gleich legen wir los mit der Begegnung Red Bull Salzburg gegen Schalke 04. Ja, herzlich willkommen in der Red Bull Arena Salzburg. Da wollen wir natürlich triumphieren. Definitiv. Nun steigt der amtierende UEFA Champions League-Sieger also in die Gruppenphase ein. Letztes Jahr konnte man triumphieren, aber. Ja, und sie sind der Gejagte. Das wissen sie natürlich. Genau, so ist es. Sie sind mit Sicherheit gut vorbereitet, haben wieder eine klasse Mannschaft zusammen. Und trotzdem sollte heute direkt ein Sieg her, denn wenn sie verlieren, dann steckt sie gleich in. Und das ist Paulinho, der weiß ja, wie es geht. Und er macht das dann so. 5. Minute, 0-1. Endlich mal, das passt. Aber zwei Mann gebunden und dann den Weg frei gespielt. So, erstmal schon den österreichischen Serienmeister mal kurz schon in das erste 1-Netz gelegt. Die erste Dose Monster im Kühlschrank gestellt. Wie auch immer. Okay. Da müssen wir natürlich dranbleiben jetzt in diesem. Er spielt auf einer neuen Position, ungewohnte Position geschickt. Das ist ja immer die Frage. Ah, naja. Die können eigentlich nur eine Rolle, nur eine Position. Latza. Dann gibt es auch die, die unglaublich flexibel sind. Die können mehrere Rollen ausfüllen. Und ich glaube, mit seiner Spielintelligenz, mit seiner. Die Chance jetzt! Ja, nächste Chance. Paulinho, der hat den schon gemacht. Jetzt macht er diesmal nicht. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Es tut sich was. Imre und Sanchez Pizjuan. Es gibt eine Treffer. Sevilla. Ja, wir haben hier das erste Tor für Atalanta.
Konter. Oh, Bergamo. Neuer Spielstand damit 1:0. 11 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Lazza. Weiter bei kein Abseits, war noch dann noch ein RB-Verteidiger drin. Hätte ein bisschen länger. Mit einem Hechtschwung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder, der Ball Latte. Latte. Fick dich doch. Chance zur Flanke jetzt. Flanke kommt an den kurzen Posten. Die Flanke an. Zacke wird auf jeden Fall bisher zweimal gut gemacht. Wie das, Dankovic, jetzt 2-3 und jetzt die RB jetzt vor dem Rundstand bei. Die Ecke kommt. Der Meister kommt mit Wucht. Faustet. Jetzt können sie vielleicht kontern. So jetzt. Aber nicht so. Flanke ist weg. Einwurf Schalke. Glück gehabt, Gosens, der kann, der muss aber den Ball erstmal entgegenlaufen, das heißt, er hat ihn ein paar Meter jetzt gekostet. Er schießt. Und Stojanovic ohne Probleme, ja, wie gesagt, Gosens ist doch kein, Verosu, da war das 70 Millionen, 71 Millionen musste man annehmen. Und man brauchte für die Außen so kein Weiterkommen, man hat das Geld investiert in einen neuen Innenverteidiger, so wo man sich eh kaufen, schon verstärken wollte. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Vielleicht der schnelle Vorteil. Dann ist es jetzt mal nochmal Robin Gosens 2-0. Paulinho. Alles offen, da hat er keine große Mühe mehr. Also den lässt er sich natürlich. Abseits war es übrigens keins. Also der Titelverteidiger lässt erstmal noch keine Schwächen offenbaren. Gewinnt momentan alles am Spielen. Gut, gegen Dortmund im Supercup spielte man, gewann man erst nach Elfmeterschießen, aber man hat das Spiel gewonnen. Und dann hat man Tottenham auseinandergenommen im europäischen Supercup-Finale. Und jetzt geht es in der Liga mit 4 Siegen los. Jetzt kommt Champions League, dann gewinnt man momentan scheinbar auch. Absolut, Wolf, daran hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts geändert. Ganz im Gegenteil. Das ist der Wettbewerb, den jeder gewinnt. Da könnte was entstehen. Oder Vedi. Kann er was draus machen? Na, jetzt müssen wir aufpassen. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Oh, der weite Weg dieser Ball nach vorne. Da jetzt auf Lucas Alario. Der muss aber abbrechen, weil er da vorne als Stürmer nicht gut gesehen ist, und dann ist es Marco Richter, der die Riesenchance hat, auf 2:0 zu stellen. Ja, auf 3:0 zu stellen. Da sehen wir das gute Spiel bislang von ihm. Starker Auftritt von ihm, er versucht es aus allen Lagen. So, gucken wir mal gerade kurz, Sevilla gegen Atalanta 2-0, solange die sich, ohne Team, Entschuldigung, 1-1 natürlich, hier steht 2-0. Und jetzt geht dieses erste Gruppenspiel der UEFA Champions League weiter. Und wir versuchen natürlich weiterzumachen. Schalke jetzt Richter raus. Gegen Palacios. Egal, fürs... Grätsche, aber kein Foul, alles richtig. Nee, alles gut, war kein Foul, war in Ordnung. Den rausgenommen aus dem Spiel. Zucic. Ah ja, so heißt er. Okay. Jetzt vielleicht die Flanke. Ja. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Und dann der Ballverlust. Der Salzburger. Der Konter kommt. Paulinho hat jetzt ein bisschen freie Bahn. Paulinho 3-0.
die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Ja, da hat er die Situation ganz schnell erkannt. Und gleich hätte auch Valari auch verlegen können, macht es aber mal selber. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihn nicht mehr folgen. Es war kein Lupenreiner, weil doch die Hatzepause dazwischen war, aber es ist Weltkrieg. Klare Verhältnisse. Klar, drittes Champions League-Tor für ihn. Atalanta dreht. 2:1. Gespielt sind 57 Minuten. Vielen Dank für diese Infos. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Vor dem Spiel sind die Berichte reingekommen. Real Madrid. Ah, Mario! 0-4. So, auf jeden Fall 4-0 schon mal erzielt. Wieder so ein klasse Pass. Glück für. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockiert ab. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für Schalke. Wolfsburg. Auswärts gegen den VfL Wolfsburg. Ganz genau, und bei dem Spiel sind wir natürlich auch mit dabei. Gut, da war Palacios, der. Aber diese Flanke kommt sicher. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Gosens, ja, schönes Ding. Nur noch der Torwart vor sich. Die Riesenchance. Was war das denn für ein Konter? Und was für ein Tor? Ja, Palacios verliert den Ball da vorne. Und die Schalker spielen es 1-0. Schön, deswegen beidfüßig, deswegen habe ich ihn noch geholt, das Geld. Und dann macht er einfach mal kurz den Robben und haut das Ding hinten ins lange Eck. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten, die Partie ist so gut wie gelaufen. Es ist wirklich riesig, die Partie hat bei den Fans Spuren hinterlassen. Ja, sie scheint wirklich geschockt zu sein, aber die Mannschaft heute auch unter. Paulinho. Es wird etwas besser hier mit dem Regen. Ja, aber trotzdem ist der Rasen natürlich. Gosens. Da hat er die Chance. Drin. Also die Schalker nehmen gerade mal den die Österreicher da auseinander. Was für eine Duftmarke. Top-Titelverteidiger. Wieder Gosens. Hätte der Keeper vorher nicht so weit, so stark gehalten, teilweise wäre es noch deutlicher geworden. 78. Minute, 0-3. So, und jetzt kann man mal ein bisschen wechseln, weil es ist ja jetzt so weit durch, das Spiel. Und dann kann man auch mal 10 Minuten vor dem Ende einen Dreifachwechsel setzen. Die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Jetzt haben sie Arnold. Den Ball verloren. Alario. Das ist natürlich eindeutig heute. Lass uns doch schon mal Lukas Alario. Den nächsten Gegner werfen. Uschi. Der kommende Gegner der Schalke heißt VfL Wolfsburg. Heute haben sie absolut überzeugt. Einfach im nächsten Spiel wieder so auftreten. Oh, gut gelöst da.
Gosens. Wieder Gosens. Gleiche Situation, gleiche Variante. Diesmal nimmt er einen mit, diesmal nimmt er zwei mit. Aber nicht ganz diesmal. Nicht so ertragreich wie beim Tor vorher. Und da ist der Ball wieder weg. Gosens. Guter Vorstoß da jetzt. Guter Ball von Gosens. Kommt. Komm nicht weg, der geht weg, der lässt ihn jetzt ausspringen. Es gibt einen Wechsel. Jetzt kann die Alleingabe kommen. Das ist Feierabend. Schalke schlägt den Städte von Salzburg um. Verdient mit 6 zu 0. So. Wollen wir nicht ins Interview gehen? Also, wir haben es geschafft. Atalanta setzen sie zu Ausrufezeichen in Sevilla. Da geht es ja auch größer zu Platz 2 bzw. Platz 3. Ich denke mal, den Sieg können wir holen. So, der nächste Gegner ist der VfL Wolfsburg. Und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an.